Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Gerade lese ich einen Kommentar. Immer was Neues bei euch. Ja, und heute schon wieder. Ich kann es nicht glauben. Na? Was ist hier los? Ja, hast du die schon gefressen? Wo ist deine? Hast du schon runter? Hier in dem Wasser lagen 3 Kaninchenbabys. Tot natürlich. Und keine war's. Niemand war's. Keine Haare nirgends. Keiner hat sitzen. Dann gehe ich schnell zu meinem anderen Hasending und zähl 7 Stück. Also, hier ist eine geheimschwanger. Die hat sich schwanger gemacht, ganz geheim. Keiner hat's gemerkt. Gell, du? Den habe ich jetzt angebunden hier. Wo ist denn das Baby? Habt ihr schon gefressen? Was ist das, eine Tüte? Die Diva hat eins gekriegt. Ich weiß nicht, ob sie es gefressen hat. Die Rosie, die will auch draußen sein, dann geh ich halt raus. Und der Fino hat ein. Nee, da ist nichts mehr. Geh weg jetzt. Ich habe mir die Marshmallow angeguckt. Aber die kann es ja nicht sein. Weil die war weg. Trotzdem habe ich geguckt. War nichts. Ich habe das hochgemacht. Keine Haare, nix. Also, ich hoffe, ich finde nicht noch was. Hier drin? Wieso? Hier drin überhaupt? Vielleicht der Fausi. Hat die waschen wollen. Ja, aber wo war dann das Nest? Das sind doch Babys. Verstehe ich nicht, wer da die Mutter ist. Den schwarzen, das ist der größte. Den habe ich schon geguckt, Lucky. Die hat nichts. Die hat nicht mal gar nichts. Wer soll's denn sonst sein? Jetzt muss ich die alle nach der Reihe anglotzen. Komm doch runter, hier ist dein Futter, du Säckel. Oh, regt mich das auf. Manchmal tun sie es ja zumachen. Ich meine, ich würde dann die übrigen Babys woanders hinbringen. Die Affen, ich habe ja gesagt, die Affen, hier ist alles zu. Die Affen fressen die. Nicht fressen die, holen die raus. Hier sind irgendwie Haare. Keine Ahnung, ich trete vielleicht noch drauf, ich Dackel. Ah, hier. Ja, aber die... Ich habe heute Morgen Schreie gehört, aber das war nicht kein Kaninchen, das war... Hast du was am Popo? Das war der Dingsbums. Der da. Der hat geschrien. Habt ihr mir hier noch ein Baby? Was ist das? Ah, nee. Du, ich krieg hier zu viel des Guten, gell? 3 wunderschöne große Babys. Sag mal, wo hast du denn die hingelegt? Meldet euch, schreit mal. So kann ich euer Leben nicht retten. Komme die Affe und ertränke euch. Also, nee. Ist da unten irgendwo? Ja gut, der Fausi, der hätte alles. Und ich lasse ihn noch los, gell? Und die andere macht Babys. Aber wer? Das kann doch, das sind doch Kinder. Also, ich gebe gleich um. Hier, das machen die hier, ne? Die wissen, hier kommt Wasser hin. So dumm ist doch kein Has. Da habe ich sie hingelegt vorher. Komm. Nee. Oh. Sag mal, nach einem Tag macht er schon Tschüss. Komm raus jetzt mit dem Wasser. Es ist horrible. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. 3. Aber die waren schon 1-2 Tage alt. Vielleicht deswegen war der Simsim da unten immer. Der hat aufpasst. Und jetzt kommt der Fausi. Die waren nicht frisch. I don't know. Vielleicht auch hier drinnen. Da. Ach, ich brauche Licht. Liegt hier was rum und um? Nee. Du kannst doch keine Babys machen. Du vielleicht der Graue da. Die. Ich habe Angst, hier rumzulaufen, aber die würde ja schreien, die Babys. Ich glaube, das waren dann, weil die so klein sind, waren es eh nur 3. Und die sind alle im Pool gelandet. Diese Affen. Und, ja gut, das kann ich doch nicht riechen, wer schwanger ist. Das hättet ihr auch ruhig sagen können. Ich will auch raus zu der Krankenstation. Ja.
Kann ich nichts machen. Mist. Also die da, oder die vielleicht. Es waren zwei schwarze waren draußen. Und ein weißes. Haben die sich gegenseitig? Hier ist doch kein Rammler. Es war nur der Don Rosso hier. Ach nee. Also ich fange jetzt mal wieder. Und Glotz, irgendwo muss doch Milch zu sehen sein. Katiga, ich habe noch ein Männchen gefunden bei den Mädels. Ein kleines. Das ist doch glaub. Hör mal auf! Ich guck, hast du ein Baby gekriegt? Nee, bin ein Männle, kann keine Babys kriegen. Also, ich habe mir einer durch die Lappen gegangen. Gell, Rosie? Nee. Jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich schon angeguckt habe. Du Säckel, du verhätterst dich da oben. Und dann muss ich kommen, da muss die Feuerwehr kommen. Liegen da welche rum? Oh nee. Und das Beste ist, gestern war der Mann, der Trainer von der Beauty da. Oh, hör mal auf. Ich hab gedacht, jetzt will er Geld. Kein Wort. Hat nur erklärt, warum er so spät ist. Er hat jemand gestorben und er kann nicht kommen. Er war in Luxor. Der hat mit Luxor irgendwelche Business-Sachen laufen. Liegt hier ein Haas. Nee. Ja. Donnerstag. Heute haben wir Mittwoch. Und ich so, warum so spät? Wir können doch mit dem Auto kommen. Und der Rusti reitet zurück oder ich bin's am Auto an. Ich habe sowieso gedacht, Leute, wo ist euer Problem? Was sagt ihr? Natürlich glotze dann wieder alle dumm. Ich bin die Beauty an mein Auto an und fahr 20. Und so lernt sie dann ein bisschen. So kann die auch. Das habe ich auch schon gesehen im Internet. Und sogar gestern in Luxor am Torosickel angebunden. Und das Futter im Torosickel. Und dann ist das Pferd hinterher, weil die reiten nicht, die fahren mit dem Auto. Und so hat das Pferd Auslauf. Hast du super? Kann ich doch auch machen. Natürlich nicht 50, gell? Beauty hinterher schleifen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, also ich habe damit kein Problem. Ich fahre mit dem Pferd durchs Dorf. Das ist doch besser als reiten dann. Dann hat er nichts gesagt. Er denkt vielleicht, ich mach's nicht, du, ich mach das. Ich mein voller Ernst. Das wird lustig. Und Mausi filmt's. Dann hat die doch Auslauf. Was will er? Dann müssen wir den Trainer nicht holen. Das kostet kein Geld. Ja, da habe ich mir echt überlegt. Und dann, wenn ich sehe, sie ist okay, dann kann man ein bisschen schneller fahren. Also man kann ja 10 fahren oder so. Und dann 20. Ja. Ich muss weiter gucken, wer hier schwanger ist. Vielleicht finde ich noch ein paar Kerle. Nein, so dumme Farmer. Aber gut, einer ist durchgerutscht. Der ist aber zu klein, der kann noch nichts machen. Dann wären die ja alle schwanger. Alle. Ich mir lohn, ich bin die Affe. Oh. Ich habe jetzt alle durchglotzt. Keiner hat Milch oder irgendwas. Jetzt sehe ich hier natürlich einen. Hä? Guck mal, da hockt eine. Ganz tief hinten. Was? Was wirklich? Wer ist das? Komm. Hast du da Babys? Jonas, es waren 3 Babys im Ding. Ich muss mal näher ran. Was denn? 3 Babys im Swimmingpool, Entschuldigung. Babys was? Hasenbabys. Warte mal. Und ich weiß nicht, wie das komme. Ich wäre hier schwanger. Hat die Haare da, guck mal. Mach mal bitte. Ich muss das aufmachen. Na, ich reiß der ganze Pool raus. Und nachher ist da nichts. Ich schlag euch, ehrlich. Ist da irgendwas? Ich habe da gerade Babyhäsle rausgeholt. Ich glaube, das Ding ist leer. Ich sehe da gar nichts. Wollt mal vergrößern? Na ja, wenn ein Baby da ist, dann kann man das noch retten. Nee, das wackelt da, Haare. Ich lang mal nein. Guck mal, wie dreckig meine Hände schon sind. Heide Bimbam. So, jetzt habe ich den ganzen Pool wieder zugemacht, die ganzen Zement, wie es war, einigermaßen. Komm, Stevie. Hallo. Da war nichts, gar nichts. Keine Haare, keine Schwanger. Einfach rauspresst. Die war wahrscheinlich selber überrascht. Was? Ich schwanger? Bum, bum, bum. Alle raus. Oh, nee. Und der Fausi hat es gesehen und zack. Ah, nee. Ich bin jetzt in meinem Dreckspool mit meinen Dreckshänden. Alles dreckig, alles waschen. Danke, Younes.
Alhamdulillah. Andere sei ja genau so rum. Die verwechseln es immer, der Sohn wie der Vater. Und mein Mann hat eine Grün-Gelb-Schwäche. Heide, nein. Sag ich mal, welche Augenfarbe habe ich? Blau. Ha, nee, grün. Vielleicht siehst du mich deswegen so hübsch. Oh, nee. Leave me alone. Zugleich. Alle Hunde können schwimmen. Wir haben jetzt den Fausi angebunden. Der Baby ist angebunden und Simsim ist angebunden. Only Sheila, die Hexe, ist frei. Mir egal. Das muss jetzt so sein. Vielleicht ist dann auch jemand schwanger. Hä? Ist das Baby? Sheila sieht so klein aus. Oh, das ist eine Aktion. Fino ist stinkesauer angebunden. Na und? Der bringt mir da die Babys um, das weiß ich nicht. Gell? Was da los ist. Na kommt! Und der Mr. Yunus erlaubt jetzt. Der mag die Hunde. Die dürfen rein. Nein, ich gehe nicht mehr rein. Ach so, weil du nicht mehr reingehst. Ja. Weil es dreckig ist. Baba kommt auch nicht mehr rein. Nur Mausi und ich. Aber Mausi ist zu kalt. Die ist wieder reingegangen, die hat mir geholfen. Allein kannst du die Affen nicht fangen, du brauchst zwei. Und jeder braucht einen Stock und dann wird der Affe gescheucht. So geht es. Bis er nimmer kann, dann ergibt er sich selber und hockt sich hin und dann kannst du ihn anbinden. Das ist leider so. Die kommen nicht. Wenn der Fausi nicht will, dann rennt er. Genauso die Sheila. Aber wenn es sein muss, dann müssen wir ihn fangen. Und das war das erste Mal, dass wir Fausi gescheucht haben. Der ist fix und fertig. Zeig mal, wie er geguckt hat aus dem Babybett. So, genau. Guck mal so. Guck mich an. So hat er rausgeguckt mit beiden Händen vor den Augen so. Fausi Malesch. Das wirst du auch vergessen. Aber die Babys, das kann ich nicht vergessen. Das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Ja gut, man muss sagen, Alhamdulillah, wir wollen ja auch nicht so viele Hasen. Aber das muss halt auch nicht sein, weißt du? Und klar war das Fausi, der hat die gewaschen. Guck, jetzt kommen die Sheila, die kuscheln. Das geht auch so. Aber der wollte sie nicht. Und Baby beißt er wieder. Also, ja. Wollte sie nicht töten. Der Fausi, der wollte spielen. Die sind aber gestorben, die Babys. Die hat er gewaschen. Vielleicht war die voller Erde. Wollte sie sauber machen, dann sind sie ertrunken. So ein Mist. Da lachst du. So ein Trottel. Die Armen. Ja? Zucker und Bambi sind die Best Friends. Zucker und Bambi, Best Friends, super. Oh. Ja, die sind jetzt beide kastriert, Halas. Alhamdulillah. Oh. So, Dele, jetzt sind die Hasen frei, ja? Guck, der ist da oben. Fausi. Nee. Da hast du dein Getränk, deine Orangen. Die Kaninchen sind freier. Die Sheila macht denen eh nichts. Vielleicht wird es auch länger sauber bleiben. Schauen wir mal. Guck, die Sheila, die kann entscheiden, zu wem sie geht. Zum Baby oder zum Fausel. Was machst du da unten? Was ist das? Ist das ein Stück Nudeln? Ah, das ist kein Ding. Das ist kein Hase. Guck, der ist schon wieder trocken, der Kerle. Der ist zweimal im Pool rumgeschwommen. Die Schafe sind draußen, Jonas. Hol sie zurück. Ich muss den Simsim frei machen. Aiwa, wo sind die? Schon war hier auch. Oh nein! Schon war hier auch. Alle draußen. Ja, mach Mut! Was ist das? Wo sind die? Yalla! Hol die Schafe rein, du Sickel! Komm, ich mach auf! Kommt gut, Yunus. Super Burschi. Jalla. Reinspaziert. Das war ein toller Ausflug. Weiter. Jalla rein. Spinnt ihr. Ja. Fütter die Esel, Yunus. Und gib denen Wasser. So. Heide, nein. Mahmud kommt gleich. Er füttert die Hühner. Ich fütter euch. Ja, nee, ihr kriegt nachher eine Dose, sowas. Ich muss. Miau, miau.
Was wollt ihr denn? Was wollt ihr? Alles gut, Daisy. Und du bist wieder ange... Wann lernst du das, Habibi? Oh Mann, ey. Komm. Ja, das ist hier hinten. Ja, ich habe schon gehört, du hast einen neuen Freund. Der Bambus. Wo ist's denn? Na komm. Heide, nein. Von da unten muss ich kommen. Hier unten. Guck. Oh, andersrum. Jetzt müssen wir noch. Komm doch. Also, weißt du, jetzt muss ich das noch aufmachen. Das ist doch alles ein Schrott. Ah, jetzt aber. Gut. Super. So, jetzt. Hier ist irgendwo ein Loch, wo die... Als der Fausi da war, ich die Ding nicht raus. Wo ist hier ein Loch? Ich sehe kein Loch. Oh, wo die Rosie rauskommt. Ja, Rusty, ist doch okay. Komm, ich hol Hundefutter. Eben schon lange nicht mehr ausgepackt. Das ist für den Urlaub. Also, ich habe schon mal aufgerissen. Was braucht man für den Urlaub? Für den Younes einen Schwimmring in Optik von einem Autoreifen. Zack. Cool, oder? Also, best way. Der beste Weg, best way. He call you, you can come. Jetzt geht er endlich und holt das Geld ab, die Spenden. Das ist auch wieder der Knaller. Jetzt, das ist nochmal Younes, weil der Schwimmunterricht fängt erst diesen Monat an. Super, der halbe Sommer ist schon drum. Also, das ist für Kinder von 5 bis 12. Also Younes, Schwimmring, tu das bitte wieder in die Tüte zurück, die Mausi. Das ist Amina. Amina kriegt auch einen Schwimmring, obwohl sie schwimmen kann. Aber der Flamingo, das ist er. Auf dem Foto sieht er anders aus, gell? Das glitzert drin, Iris. Ja, das glitzert mit Flügel. Also, tust da wieder rein. Und dann, jetzt kommt der absolute Knaller. Der absolute Abschuss. Da. Wir sind im Zwillingsoutfit. Einmal das Schwere und das Leichte ist Amina des Steins, glaube ich. Steht da irgendwie im Modell. Die hat es natürlich in M und ich habe es in XL. Ist egal, das wird drin sein. Da ist eine Karte drin. Und dann gehen wir M. Ah, und hier? X. Was ist das? XL. Guck mal, zieh's mal aus. Raus. Das ist so eine Hose. Was ist denn das? Ach so, da klemmt. Da tust du die. Ah, guck mal. Und das Röckle drüber. Ist doch schön. Und das tust du dann zusammen machen. Damit es nicht wegrutscht. Super. So kannst du nämlich auch toll aufs Klo gehen, weißt du? Nicht das andere, wo immer komplett ganz ist. Da musst du dich komplett nackig machen. Probieren Sie. Okay, und dann warte ich. Warten Sie, das ist eine schwarze Hose. Hä? Was soll das? Da ist doch... Ist das M? Das sieht mir nicht. Was steht da? M. Und hier? XL. Ja, ist doch egal, schwarz oder blau. Komm. Mach mal die Tür zu beim Papa seinem Kleiderschrank. Ach, egal. Jetzt gucken wir mal, passt mir das Ding? Naja, das wird schon passen. Komm. Quetsche mir rein. Hier kommt der Wal. Der bunte Wal. Also... Amazon, gute Qualität, 820 Pfund 1. Ja, und wir haben gesagt, wir gehen im Partnerlook. War cool. Ist doch süß. Ich bin gespannt.
Ja, aber die Hose ist so. Ich habe dunkelblau, sie hat schwarz. Ah ja, gut. Oh, ihr seht, ich bin im Bett. Ich habe heute ganz miese Laune. Mahmoud und ich, beide. Gestern die Spenden, der Schwager, sage ich schon, der Fahrer hat die Nummer von Mahmoud nimmer gehabt. Der hat gerade vorgestern, habe ich es gesagt, die mit ihren Mahmouds im Telefon, die rufen immer den Falschen an. Und dann hat er nicht gewusst, welcher Mahmoud. Dann ruft er den Mohammed an. Den Mohammed kennt er. Irgendwie hat er den anders abgespeichert. Und mein Schwager, der geht nicht ran. Na, dann war es zu spät. Bis der rangegangen ist, war der Typ schon hinter Nura. Mein Mann hätte hinterherfahren müssen. Wie ein Drecksau hätte er fahren müssen, damit er noch die Spenden erreicht. Dann hat er es nicht mehr geschafft und hat gesagt, weißt du was, hat Shitima gesagt zu Mohammed, warum gehe ich nicht ran und was weiß ich. Gut, da kann der Schwager ja nichts dafür, wenn der Fahrer die unsere Nummer nicht mehr hat. Und dann ist er wieder zurückgefahren nach Hurghada mit den Spenden und dem Parfüm. Mach mal die Tür zu. Sieht das schön aus. Jetzt ist die andere Tür offen. Komm. Oh, ist das schick. Bleib mal, geh. Und die, oh, sieht es schick aus. Soll ich es auch anziehen? Ich hab, mein sieht nicht so schön aus. Stimmt, sieht gut aus, Iris. Aber die haben nichts am Kopf geschickt, gell? Keine Tagia, nix. Oder was? Fehlt. Ah, doch, da ist noch was. Die Mütze. Für hinten, als ob ich das anziehe. Und das ist die Kochli. Das ist doch blöd. Und dann ist der Hals frei. Hä? Schau an, wie sie das am Foto trägt. Ja, ich würde es dann so machen. Moda. So. Und dann noch, da musst du noch ein Kopftuch drüber. So geht's nicht anders. Oh, sieht das süß aus. So, und dann das zusammenbinden. Ja, aber dann siehst du, das ist nicht für draußen. Da siehst du ja die Ohren, den Hals, alles. Und die Ohrringe. So, Hanoi. Ja. Hallo, hallo. Die Haare sind bedeckt, aber der ganze Hals ist frei. Nee, nee. Aber ich würde mich so schämen. Das sieht so schön aus an dir. Gut, dass wir M genommen haben. Bisschen größer. Ich habe den Kopf. Da hängt doch alles voll. Ziehen Sie. Ist egal. Andersrum. Kommen Sie. So, dann. Masha'Allah. So. Ja, genau. Und dann hinten zusammenbinden, dann kannst schwimmen gehen. Weil das während dem Schwimmen geht es doch auf. Zeig dich jetzt mal von hinten. Masha'Allah. Okay. Und nach vorne. Die schwarzen kannst du nach vorne. So. Fertig. Ja, Yalla, Bina, reiß den Zettel ab, das palde mal. Jetzt kommt die Alte. Ich sehe nicht so gut aus, Leute. Ich probier's auch, komm. Go. Ich bin halt kein Arosa mehr, gell? Aber. Und ich drehe mich nicht. Lambada! Oh, Lambada! Oh, oh. So gehen wir zum Strand. Und wenn einer was sagt, du bist auch gut 20 mehr, kriegst du auf Gosch drauf. Ich bin's. Aus. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Kommt das Nächste. Michaela, Käsesoße, Schwammerl-Ragout. Oh. Mahmoud, wait, you are really all the time you open. Das ist lecker, das ist ein Pilz-Ragout. Oh. Schwammerl, Käsesoße, für den Ägypter, der hätte noch gekotzt. Lucia, Leone. Guck mal, das ist ihre Hand sogar. Ich kenne doch ihr Hand. Oder?
Also das ist ohne Werbe, ich krieg nichts, ich hab's ganz normal gekauft. Hey du, danke, dass du dich für den Kauf von Rosemallow entschieden hast. Das Parfüm ist ein Herzensprojekt von mir. In jedem Tropfen steckt ein Stück Liebe. Es ist toll, dass du jetzt ein Teil von dem Projekt bist. Ich würde mich mega über deinen Support auf Instagram freuen, kriegst du bei YouTube. Und hoffe, dass es dir der Duft deinen Alltag versüßt und du ihn genauso liebst wie ich. Möge dieser Duft dich immer an die Schönheit des Lebens erinnern. PS, hinter dem QR-Code versteckt sich noch eine Nachricht für dich. Jetzt könnt ihr das Ganze scannen, gell? QR-Code. Mache ich später. Und das? Was ist für rahmgeschnetzeltes? Oh Mensch, Gusto, le Gusto, Gusto. Mahmoud, you don't come. Le Gusto. Und dann immer zwei, das mehr ist. Oh, Michaela und Käsesoße. Schwammelragout, das ist das Beste. 3, 4 Schwammelragout. Oh, und das Käsesoße und die Käsesoße. 4 Käsesoße, 4 Schwammerl und 2 rahmgeschnetzelt. Also Michaela, das war's wert, oder? Der Ägypter da. Und jetzt, da sind die Spende. Gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal rein. Ihr wisst ja eh schon den Betrag. Hä? How come they close it now? Is I? Or she take a new envelope? Maybe she. Und das ist der Duft. Guck mal, die Drecksvoll. Das sind doch die Drecksflutsche von dem Ägypter. Igitt! You see his dirty hands here in my perfume from this harami. What is this? This is a letter, Mahmoud. Give me the letter. Sie hat gesagt, alles in 100 Pfund. Bestimmt ein Brief. Umsatz, hä, teilen. Oli, ach. Das ist vom Parfüm. Und hier. Guck mal. Korrekte Sache. 1670 Euro Spenden, 68 Euro das Parfüm, ist abgezogen und das tun wir hier wieder drauf. Nicht, dass ihr denkt, 1605 und die 5 Euro hat Mohammed dem Säckel gegeben. Mahmoud, look, this dirty finger, from who? From this Haramea. He get in my bed also. And here also dirty, who touched this? Oh, my nice. How many hands, look. And Akit, wait. Akit, some, I smell it from, und guck die Finger da, die haben schon rumgesprüht. Hä, der Deckel sieht doch mir kaputt aus. Ah ne, das ist Staub. And even I smell it now. Also ich weiß nicht, ob das mein Duft ist. Das, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es riecht anders. Gut. So. Show me. Not me. For my Amina. Give me your hand, Mahmoud. Also ich finde es voll scheußlich. Oh nein. No. Was machst du? Ich will nicht nach Parfüm riechen. Das ist ja horrible. Also Lucia, ich weiß nicht, was du für Parfüm magst, aber... Ah, jetzt. Bei mir riecht's besser. Der Baba stinkt's. Oh ja. Mmm, hey, why it's stinky for you? You make your perfume? Show me, Tani. Nee, I smell it. Guck mal, das riecht doch ganz anders. Was rieche ich da bei dem? Ist ekelig, gell? It's the same? Oh, das riecht echt gut. Komm, why you close it? Oh, also. Dieser Mann, don't make much. We make it for the holiday. We have open. Jetzt sprühe mir ein. Danke, das ist du, bist wir, dann Kauf, von Rose, Milo. Rose, Mello, eau de parfum. Und ich stehe fest. Okay. Das Braven. Ach, mal zu, mein gesigante Unterhose, das sieht man von dem. Von mir und in Hachi. Jadim. Dann einen Stock.
Alhamdulillah. Es ist toll, dass es du dich. Dich. Dies. Dich. 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 Du. Gibt es. Gibt. Gibt. Komm, hör auf, Mahmoud, das ist ja horrible. Also, komm. Tu das weg, ich will, dass er im Bett haben, die Dreckshand von from the Egyptian. Other side. Why is the head down? Wie geht das? Was ist das? Das ist gut, die Barfie. Du, komm, riech da Mama ihre Hals. Das ist Rose Mellow für die 3000 Pfund. Nein, das ist nicht schön, aber die ist schön. Das riecht irgendwie kurz schlecht und dann wird's gut, gell? Ja. Also, ich hab mir das. Ich würde es mir nimmer kaufen, Leute. Ich sag's, wie es ist. Nee, der Nachduft. Ich weiß es nicht. Das hat so ein. Irgendwas ist da drin, was ich nicht mag. Also, ich bin enttäuscht. Jetzt am Anfang riecht's schlecht, dann riecht's gut. Und jetzt riecht's nach. Was riecht es? Was ist denn das für ein Duft? Ich weiß es nicht. Halas. Ich kaufe nie wieder was ich nicht vorher rieche. Ich hätte es mir nicht gekauft. Sorry, Lucia, ich liebe dich. Deine True Crimes, aber das würd ich nicht für mich empfehlen als der beste Duft. Vielleicht ist das für Blonde was. Die Blonde haben eine andere Haut. Ja, genau. Nee, Käsesoße. Ich hab keine Muskeln in dieser Mann, wisst ihr, macht so meines größer. Ja. Ja, guck mal. Also, nee, ich weiß nicht, was ist das für ein Geruch? Ich auch jetzt. Also, das war's im Video, Leute. Bis die Tage. Marcelema. Bye, bye. Die Müller-Tüte von, genau. Jetzt gucke ich mir das nackige Mann an. Müller-Tüte von. Guck mal, Lucia, meine Tochter kriegt Kopfschmerzen. So ist's. Bis die Tage, Marcelema. Bye, bye. Also ich muss sagen, da ist irgendwas, was bitter schmeckt. Das ist das Neroli und da noch Zedernholz. Es schmeckt, es riecht so leicht sportlich, aber trotzdem romantisch. Und mich stört das Sportliche, das Bittere. Ich habe mich jetzt umgezogen. Mahmoud mag's. Auf den Pulsadern ist es gut, aber wenn man zu viel macht, dann stinkt's. Also ich glaube, 2 Spritzer reichen. Und nochmal kaufe ich's mir nimmer. Es tut mir leid, Olina und Lucia. Ist nicht mein Duft. Brrr, so viel Geld. Also wirklich, es geht alles schief, Leute. Kauft's euch nicht, es sei denn, ihr riecht's vorher. Ciao, Inga. Bye. Stachverleihlasim. Nicht, dass es ist meine Meinung, ne? Meine Meinung. Vielleicht mögen es ja andere. Also für mich ist es nichts. So, das erinnert mich an Moments von Priscilla Presley. Nur ein bisschen blumiger oder rosiger. Aber trotzdem mehr herb. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme das mit im Hurghada-Treffen, wenn mir das jemand abkaufen will. Ihr rund's ab auf 60 Euro, weil wir haben ja schon gesprüht und der Verbrecher hat's in der Hand gehabt. Also wer das will, wer das gut findet, der kann echt mal schnuppern, dem gebe ich's, weil ey, ich will die 60 Euro. 68 Euro waren's, ne? Mit Porto und Scheißdreck. Vielleicht will das ja jemand. Ich putz auch die Dinger ab, die Fingerabdrücke von dem Verbrecher. Aber das Ding hatte Geschichte, gell? Das wurde geklaut, dann wieder gebracht, dann wurde das 2-mal nach Hurghada gefahren und kommt von Österreich aus Deutschland. Also, und jetzt landet es in Ägypten im Dorf. Und jetzt kommt es vielleicht wieder zurück nach Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Kommt drauf an, wer es kauft. Bin mal gespannt. Also ich nehme es mit. Dann, wenn wir uns treffen, vielleicht mag's einer. Ich mag's nicht drauf die Haut machen, mir wird schlecht. Ich bin mehr so der ganz süße Typ. Na, Angel oder... oder Far Away, so ganz richtig schwere Düfte brauche ich, nicht so für Elefants. Sorry, aber es gibt Leute, die mögen das. Oh, ich kann es gar nicht mehr riechen, mir wird schlecht. Also, Pistita, gute Werbung, gell? Aber hey, es gibt Leute, die mögen sowas, guck. Es gibt Leute, die mögen die Blume und welche, die mögen die nicht. Ja, also von dem her, alles gut. Bis die Tage, Marschelleber. Bye, bye.